Rosante empfangen! Und damit willkommen im Gold Saucer, liebe Freunde. Das kann nur verdammt geil werden. Guck da nicht so hin, ist meine Materie. Ich habe die zuerst gesehen. Geh weg. Dankeschön. So, wir folgen einfach mal den Mädels. Sie sind schon komplett aufgeregt losgelaufen. Was ist denn das jetzt für ein Heli? Oh nein, der schmierige Parma. Barrett Morris, Tifa Rockhart, Cloud Strife. Seht euch das an. Unterwegs mit einem Blumenmädchen und einem Versuchsobjekt. Das soll einer verstehen. Man hat sie also endlich zur Fahndung ausgeschrieben. War überfällig. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber warum beauftragt man mich mit der Suche? Ich habe doch immerhin meine Abteilung zu leiten. Vielleicht, weil man ihnen so sehr vertraut. Was hast du? Weiter. Kriegst du denn eine Ansage gedrückt vom guten Nanaki? Alles klar. Dankeschön. Geil. Let's go.
richtige Herausforderer sein. Willkommen im Gold Saucer, im goldenen Paradies. Ich bin der Direktor Dio. Und wie heißt du? Cloud. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Es geht wieder los. Was wollen wir? Junger Mann, wir müssen die Herausforderungen annehmen, die das Leben uns stellt. Sind die Kontrahenten soweit? Alles klar, let's go. Okay, Box Battle. Nice. Na dann. Ring frei. Okay, dann wollen wir mal in den Boxkampf gehen. Alles klar. Okay, wir haben gleich sogar den Limit. Einen kräftigen Applaus für den Sieger unserer heutigen Herausforderung. Hast ja richtig was draufgelaut. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Damit könnt ihr euch im Gold Saucer nach Lust und Laune vergnügen. Oh, eine Gold Card. Sehr geil. Besten Dank. Junge, wie er den Dio einfach abblitzen lässt, das ist so genial. Das will der gute Cloud aber nicht, dass das erzählt wird. Worauf warten wir? Auf ins Vergnügen. Ist gar nicht erwartet. Wird sicher lustig. Habt ihr euch in Costa nicht genug amüsiert? Dann stimmen wir eben ab. Wer von euch hat Lust auf etwas Spaß? Amüsier dich. Denn noch kannst du's. Cloud! Du solltest dich etwas ausruhen. Nein, geht schon. Als würdest du hier auf die Pauke hauen wollen.
gut aus, okay? Zum Hotel geht's wohl. Da lang. Genau, zum Geisterhaus wollen wir. Zum Ghost Square. Ja. Bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Immer auf dem Hinblick ans Original. Es spielt so viel von der Originalstory bei mir die ganze Zeit im Kopf mit. Das ist unglaublich. Okay, das ist jetzt schon verdammt geil. Das ist doch cool. Gerade eben auch dran gedacht. Ich glaube, die brauchen ja einen eigenen Generator nur für das Gold Saucer. Und das alles aus Marco. Hast du's? Dem Blut des Planeten, dem Lebenssturm. Beruhig dich, Barrett. Tch. Gesicht? Was meint ihr? Lust auf ein kleines Horoskop? Eure Zukunft ist sicher golden. Und falls nicht, nichts für ungut. Was ist denn das für ein Kasper? Hier oben. Ich bin Ketschi, der große Wahrsager. Bist du Freund? Okay, der gute Kate-Sit auch jetzt am Start. Nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja, okay, der Spruch ist gut. Naja, ich lasse mich mal ein bisschen auf Kate-Sit ein dieses Mal. Ich kann ihn im Original, kann ich ihn ja absolut nicht ausstehen. Dann schauen wir uns doch mal das Haunted Hotel an. Und ja, das sieht schon fast originalgetreu aus. Okay, an dem Style von der Uhr arbeiten wir aber nochmal. Das Ganze geht bestimmt auch in HD. Ist ja hier drin noch schlimmer als draußen. Wie soll man da denn entspannen? Ja, jetzt will ich aber erstmal gucken. Okay, momentan nicht besetzt. Schade, schade, schade. Dann gehen wir erstmal vorne gucken. Und versuchen uns mal ein Zimmerchen zu buchen. Na los, komm schon von oben runter. Na los. Was denn? Etwa keiner da? Entschuldigung! Sag mal, bist du bescheuert? Bitte vielmals um Verzeihung. Gibt's noch Zimmer? Zwei Männer, drei Frauen. Ach so, und ein Haustier. Hm.
Was für ein Haustier haben Sie denn genau dabei? Drei Männer, drei Frauen, bitte. Wie Sie wünschen. In diesem Fall... Oh, das tut mir jetzt wirklich ausgesprochen leid, aber heute sind schon alle Zimmer belegt. Nicht wirklich, oder? Und woanders? Überall dasselbe. Leider sind am heutigen Tag alle Hotels im Gold Saucer restlos ausgebucht. Hä? Hallihallo, habt ihr Probleme? Du schon wieder? Wenn ihr möchtet, kann ich mich um die Zimmer kümmern. Hä? Willst du uns abzocken? So etwas käme mir nie in den Sinn. Wenn ihr wollt, übernehme ich sogar die kompletten Kosten. Das stinkt doch zum Himmel. Ihr seid aber ganz schön misstrauisch. Edo, tut mir leid, aber könntest du noch einmal nachsehen? Oh. Oh. Gerade eben ist was frei geworden. Ich könnte Ihnen die Tomberry und Eligor Suiten anbieten. Wäre Ihnen das genehm? Stets zu Diensten, wenn ihr mich braucht. Und jetzt gute Erholung. Bis dann. Die Zimmer sind in der vierten Etage. Nehmen Sie bitte den Aufzug am Ende der Treppe dort vorne. Okay, alles klar. Na, dann wollen wir doch mal hoch in den vierten Stock. Zukunft? Wo kämen wir dahin? Ich finde auch vermisste Dinge und Personen. Dann beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Oh, du meinst den Soldaten? Kommt sofort! Los, an die Arbeit! Miau, 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 miau. Mäßiges Glück. Turbulente Zeiten warten. Wenn Sie sich anstrengen und Ihrem Umfeld vertrauen, könnte es im Sommer eine Überraschung geben. Wie soll mich das zu Sephiroth führen? Wirklich seltsam. Wart mal kurz. Wir machen's nochmal. Bleiben Sie wachsam. Glücksfarbe schwarz. Vergiss es. Nein, warte, bitte. Noch eine Chance. Na los, du schaffst das. Oh. Was hast du? Wenn Sie suchen, werden Sie garantiert fündig. Aber dafür verlieren Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist. Was das genau heißt, wissen nur die Sterne. Was ist? Was ist mir wohl am wichtigsten? Kein Plan. Bring den Jungen nicht durcheinander. War echt keine Absicht. Okay, alles klar. Ich meine, wir wissen es ja quasi schon. Ich versuche auch weniger zu spoilern aus dem Originalgame. Es tut mir leid, manchmal. Willkommen im Aufzug zur Hölle. Alles klar. Vierte Etage, bitte. Ja, natürlich. Wie die Herren wünschen. Juhu! Hm?
wir haben auf den Namen Palmer reserviert. Der Leiter der Weltraumforschungsabteilung. Ja! Warten Sie bitte einen Moment! Hier steht, dass die Buchung storniert wurde. Hä? Wie bitte? Die reservierten Zimmer, also die Tomberry und Eligor Suite, wurden gerade von Herrn Palmer höchstpersönlich storniert. Gibt es ein Problem? Keine Zimmer frei. Hä? Habt ihr ihn meinen Namen genannt? Natürlich. Dann gehe ich mich amüsieren. Wo kann man hier wohl was trinken? Wo wohl? Ja. Da wären wir. Ich wünsche noch einen wohlig gruseligen Aufenthalt und eine angenehme Totenruhe. Das ist wirklich cool gemacht, muss man sagen. Also, mir gefällt's super. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Blöde Puppe. Also, mit Tonberries sollte man sich auf jeden Fall nicht anlegen. Die machen einen schneller kalt, als einem lieb ist. Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Und du, ruh dich mal richtig schön aus, hast du gehört? Du wirkst, als könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Gut, dann wollen wir doch mal eine Runde chillen. Sehr geil. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh, guck mal, die Fenster, geil. Ihr auch? Na, komm schon. Na, schade. Ich bin wirklich erschöpft. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Seltsame Farbe. Sehen wir gerade, was der echte Cloud oder was der Cloud in 6 Vergangenheit, also in 6 Zeitlinie sieht. Oh, interessant. Oh, interessant. Hm.
Wir sehen endlich Marlene wieder und auch, dass es hier gut geht. Möchtest du auch? Das ist so schön. Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Einmal ja reicht. Okay? Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht. Oh. Bix kommt nicht wieder. Weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Marlene. Also, wieso sollte er dann kommen? Och, die Arme. Das macht mich jetzt aber echt traurig. Keine Angst. Okay, schon Pipi in den Augen. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Mhm. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Oh, das bricht mir gerade voll das Herz. Wirklich, wirklich. Ein wenig Sorgen um dich gemacht. Hm? Keine Angst, mir geht's gut. Bist du dir sicher? Ja, das Schlafen hat geholfen. Toll, dann können wir ja ein wenig die Gegend erkunden. Weißt du, beim Riesenrad gibt es gerade ein Event für Pärchen. Pärchen? Und was bringt das uns? Tja, das kommt ganz darauf an. Okay, dann lasst uns doch mal schauen, wie wir hier jetzt am besten anfangen. Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen? Gerade sagen, Barrett wäre jetzt wahrscheinlich auch gerade lieber bei Marlene als hier. Okay, wir kriegen also einen Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. Okay, sehr interessant. Beehren Sie uns wieder. Alles klar, wir gucken jetzt erstmal, wo wir zuerst hingehen. Gut, dann gehen wir erstmal in die Fantasiewelt, alles klar.
Vielen Dank. So, was genau können wir denn jetzt hier alles machen? Ich glaube, wir müssen erstmal hier nach oben, ne? Kann das sein? Wo gehen wir als erstes hin? Als nächstes gehen wir aber zum Wunderland. Okay, wir düsen mal da hoch. Und gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Okay, dann gehen wir mal gucken und dann düsen wir hier mal eine Runde. Okay, let's go. Okay, wir können gleich auch mal den Nitro Boost einsetzen, wenn wir ihn denn dann gebrauchen können. Okay, ich wollte gerade sagen, ich höre doch da was. Oh wow, guck dir das an. Wir können sogar hier oben fahren, ist das geil. Haben wir die weggeballert. Das ist echt cool, dass wir hier oben fahren können. Ja, jetzt haben wir die G-Points leider nicht bekommen. Gib mir die Punkte. Bräuchten wir schon. Oh yeah. Haben wir die Kollegen aber ordentlich erledigt. Gib mir nochmal die Pünktchen hier. Was ist denn da los bei dir? Okay, die Kontrolle zu behalten über das Bike ist gar nicht so einfach. Gut, wir könnten auch driften ein bisschen. Okay, wir brauchen noch ein paar Punkte. Aber die sollten wir eigentlich bekommen. Da haben wir doch die Punkte, alles klar. Noch 1000 Meter, dann haben wir's. Na los, kommt her, meine Freunde. Das Dreier-Squad holen wir uns. Oh yeah. Sehr gut. Hundert Goldpunkte, okay, alles klar.
Dann lass uns doch mal gucken, dass wir zum Riesenrad kommen. Da würde ich uns auf jeden Fall sehen. So, die Frage ist halt natürlich, wie kommen wir am besten zum Riesenrad? Ja, hier geht's auch nochmal nach oben. Skywheel Square. Okay, da wollen wir wahrscheinlich hin. Es tut mir aufrichtig leid. Im Moment herrscht zu großer Andrang. Bitte kommen Sie später wieder. So ein Pech. Naja, dann gehen wir eben woanders hin. Alles klar, dann begnügen wir uns erst einmal mit anderen Arealen. Ich bin gespannt, wie viele wir machen müssen, um da weiterzukommen. Da ging's runter, alles klar. Oh, eine Materia, wunderbar. Speed Square waren wir ja gerade. Ah, hier hinten haben wir noch was auf unserer Ebene. Dann lass uns doch mal gucken gehen, was das sein könnte. Ja, Event Square, alles klar. Das ist doch das Theater, ne? Das könnte auch jetzt super geil werden. Sie hat mit Avalanche gekämpft, als die Platte eingestürzt ist. Oh, Jessie. Und Schauspielerin war sie auch. Ja. Sie war eine gute Freundin. Auch wenn ich es nicht verdient hatte. Nur eine Freundin? Bist du dir da sicher? Obwohl, du hättest es bestimmt nicht mitgekriegt. Sie hat mit mir geflirtet. Aber nur so zum Spaß. Das merkt man doch. Und da bist du dir wirklich sicher? Was meinst du damit? Oh, Cloud. Du hast noch viel zu lernen. Nicht? Das Spiel schmeißt wirklich alles auf dich drauf, was du erfolgreich verdrängt hast. Also hier, Gold Saucer Kapitel ist schon hart im Nehmen, Junge. Da muss es schon hart im Nehmen sein, ey. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Schon zu Ende? Ach, schade. Auf dieser Bühne hat sie also gestanden. Wahrscheinlich. Hätte ich gern gesehen. Ich auch. Ich auch. Also hier wäre es jetzt cool, wenn es eine Materia wäre, die wir von Jessie generell bekommen haben. Heilen oder sowas. Boah, das stimmt mich hier mega traurig gerade. Erst das mit Marlene. Jetzt Jessie. Es ist schon hart. Es ist schon sehr hart. Oh Mann, Leute. Es macht wirklich traurig, ne? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Wir gehen jetzt mal da vorne noch gucken, was wir hier auf der Etage haben. Ansonsten gehen wir dann zum Battle Square. Genau, gucken wir uns mal die Chocobo-Rennen an.
Wobei ich denke, dass wir das erste Chocobo-Rennen erst dann machen können, wenn ihr wisst schon, was passiert. Oder können wir hier wenigstens wetten? Okay, alles klar. Willkommen auf der Chocobo-Rennbahn. Sind Sie schon Mitglied bei uns? Nein. Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Danke. Hier dürfen nur registrierte Mitglieder mitmachen. Was? Es steht Ihnen natürlich frei, die Rennen an den Bildschirmen zu verfolgen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Registrier mich doch wenigstens, du blöde Kuh. Na komm, schnell Reise. Keine Ahnung. Weg hier. Ja, da wollen wir auch noch hin. Das ist eine gute Frage, wo wir jetzt eigentlich hin wollen, ne? Damn. Ja, wir laufen, komm, come on. Wir laufen lieber, Freunde. Wir laufen lieber. Okay, da sind noch mehrere. Warum sind da jetzt wieder mehrere? Wir gehen erstmal dahin, wo der uns anzeigt, dass wir dahin sollen. Noch die 130 Meter. Das ist halt die Frage. Wollen wir jetzt hier hoch und dann weiter? Ja, wir wollen zum Skywheel, ne? Oder auch nicht. Wo genau wollen wir denn hin? Bin ein bisschen lost gerade. Können wir nochmal gucken gehen. Hier ist aber immer noch voll, ne? Bitte haben Sie etwas Geduld. Gut, dann gehen wir jetzt runter und machen uns auf zum Battle Square. Dann können wir da wenigstens eine Runde kämpfen oder so. Was sagt denn der hier? Central Park. Dann gehen wir nochmal gerade zum Central Park. Von da aus zum Battle Square. Wenn ich ihn denn finde. War denn hier nicht irgendwo so eine Tafel, wo wir gerade sind? Lass uns mal schauen. Event Square, da waren wir ja auch schon. Skywheel, Wonder Gedingens und Ghost Square. Hier hinten ist nichts mehr. Battle Square, alles klar. Da wollen wir hin. Oh yeah, let's go. Ah, wir müssten doch jetzt eigentlich im Battle Square. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die Reihenfolge hier ist. Wie es hier so ablaufen wird. Da ist wieder mal Kate-Sid. Oh, guck mal hier, unser guter Freund Nanaki. Ja, wer tut das denn nicht, mein Freund? Bester Mann. Lust auf ein zünftiges Kämpfchen? Okay, let's go. Cloud und Aeris, let's go. Oha, was geht denn hier ab?
Let's go. Ziemlich schwach. Okay, hier geht aber richtig was ab. Mach mal die Vögelchen zuerst platt. Gib mir mal so ein Vögelchen. Dankeschön. Das kriegst du wieder, Junge. Stromschlag. Du Mistviech, du Kleines. Keine kommt, eine große Sache. Okay, zweite Runde, alles klar. Dann wollen wir doch mal. Ich bin weg. Das wird so nicht. Sehr gut. Genau, so kriegen wir ihn zumindest schon mal Richtung Schock getrieben. Jetzt erstmal platt und dann sollten wir mit dem anderen eigentlich auch keine großartigen Probleme mehr haben. Wunderbar. 50 Goldpunkte nur. Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie kämpfen wollen. Alles klar, das machen wir. Weiter geht's, I guess. Müssen wir nur mal gucken, wo wir jetzt noch hin wollen oder sollen. Eat Square oder Skywheel Square. Okay. Der Skywheel Square wird uns hier jetzt angezeigt als Hauptding. Ah, warum wieder zum Speed Square? Haben wir da noch was offen? Eigentlich glaube ich ja nicht, ne? Achso, wir sind dann nur hier. Ja, alles klar. Gut. Dann können wir jetzt wohl zum Riesenrad. Alles klar. Müsste ja hier, ne? Skywheel Square. Einfach nur ein bisschen nach oben. Momentan herrscht Einlassstopp. Immer noch? Was zum Henker? Wo waren wir denn jetzt noch nicht?
Fehlt uns denn hier noch was? Vom Battle Square kommen wir ja gerade. Chocobo Square waren wir auch schon. Oh nein, wir wollen noch, hier wirklich noch rein zum Speed Square? Da waren wir doch schon, oder? Oder müssen wir jetzt noch eine Runde Karten spielen quasi? Okay, hier waren wir noch nicht, alles klar. Okay. Ach ja, das ist doch das, wo wir über die Achterbahn fahren und dann rumballern, gell? Okay, Freunde, ab geht's ins All. Oh yeah. Okay, wunderbar, wunderbar. Das ist schon mal gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da hinten das Vieh wollen wir kaputt machen, ne? Versteckt er sich einfach, was ist denn mit ihm los? Jede Bombe ein Treffer, das ist schon mal sehr gut. Oh ja, das kriegen wir hin. Okay, die schießen jetzt auch zurück scheinbar. Die halten aber ein bisschen was aus, ne? Oh, guck ihn dir an. Wir kommen ihm mal näher, ha? Oder ist das schon der Boss? Drückt mal ihm doch alle Bomben rein, die wir haben. Na los, dann lass uns die Kollegen mal platt machen. Oh yeah. Na dann wollen wir doch mal, ha? Huh?
Das machen wir doch schon. Was ist denn mit ihm hier los hier unten? Okay, damit hat mir den Antrieb zerstört. Also, als Astronaut machst du auch eine gute Figur. Aber natürlich, ja. Wir waren immer eine gute Figur. Dann wollen wir doch mal rüberdüsen. Vom Ghost Square müssten... Obwohl, ja, das war jetzt eher doof. Aber vom Ghost Square kommen wir eigentlich auch relativ zügig dahin. Müssen wir eigentlich nur einmal gerade hier raus. Und dann können wir eigentlich direkt wieder nach oben. Also ich muss sagen, ich finde das hier um einiges unübersichtlicher wie im Originalspiel. Da fand ich es ein bisschen besser. Oder auch bei Final Fantasy XIV Online. Da ist der Gold Saucer ein bisschen cooler gemacht. Also was heißt cooler gemacht? Nicht so krass wie das hier, aber ihr wisst, was ich meine, Freunde. Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Gut, stellen wir uns an. Was ist hier los? Tja, keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud! Hm? Es ist schrecklich! Ui, wie süß! Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Hä? Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Nicht wirklich. Sehen wir nach. Okay, hier muss ich sagen, finde ich es jetzt
Also das finde ich im Originalspiel besser. Im Originalspiel... Ja, okay, wir müssen uns porten. Im Originalspiel sehen wir das nämlich nicht, was Barrett und Dine da gemacht haben. Also was er Dine angerichtet hat und dass Barrett nur hinterher ist. Das hätte ich doch gerne ein bisschen anders gelöst. Ich finde, hier kommt zu viel an Cutscene rein, die noch nicht hierhin gehört. Meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallo. Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Leute, sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten, bitte. Also die Cutscene, die sie hier reingepackt haben, weiß ich nicht. Gefällt mir absolut nicht, muss ich sagen. Es wäre halt schöner, wenn man es jetzt nicht gesehen hätte, dass Barrett hier hinter Dine her ist, sondern dass wir einfach nur hier hingerufen werden. Das würde es auch, glaube ich, für neue Spieler von Final Fantasy VII viel interessanter machen. Wir wissen ja schon, dass er es nicht war. Und, ja. Na, also da ist jetzt irgendwie so diese... Ist jetzt halt raus. Also Square Enix, da hätte ich an eurer Stelle das bisschen anders gemacht. Ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu... ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... Leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Wohl an, junge Freunde. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Ich werde
werde euch natürlich helfen. Kenn mich hier schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Hier entlang. Los, ja, wie gesagt. Schade. Finde ich doof, dass sie es so gemacht haben. Mal gespannt, ob es dazu noch irgendwann Fragen gibt oder auch einen offenen Brief des Produzenten oder irgendwie sowas. Dass erklärt wird, warum man zeigt, dass es nicht Barrett war, sondern dass Barrett ja einfach nur die Person verfolgt. Das hätten wir auch unten erfahren können. Naja, wir lassen uns mal überraschen, vielleicht kommt da ja noch was. Also das Spiel spoilert sich quasi selber. Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Früher haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort unten nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral. Wahrlich, die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag, das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Müssen wir wirklich... Dann wollen wir uns doch mal dem Wüstengefängnis von Coral stellen. Macht schon mal einen super Eindruck hier. Fängt schon mal gut an. Oho. So richtig mit allem drum und dran, hä? Nanu? Niemand da? Wir werden beobachtet. Passt auf. Also hier sieht's verdammt geil aus, muss man einfach sagen. Kannst du dich auf jeden Fall dran erinnern? Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du auch warum? Alles Könnerchen, Claudi? Woo! Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Nerven. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt! Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles! In meinem Gewerbe ist Wissen Macht! Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das hab ich völlig im Blick! Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich war sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings! Wir nehmen Wind.
uns doch geben können, nicht wahr? Also, Freundchen, wirst du mir Kohle besorgen? Brauche ich gerade ganz, ganz viel davon, weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Truppenarschloch verwandelt hat! Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenbär! Asche, Knete, Kohle, Beute, Brunette! Und dieses Geld wirst du mir besorgen? Ja, schon klar! Keine Sorge! Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud! Hey, kein Stress, Mann! Wir sollen ihm bei uns an nichts fehlen! Ach so! Du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haustiere sind auch begehrt. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Details zu den Rennen und so. Gibt's bei dem da? Geht klar, Boss. Supi! Ich bring dich dann mal zu deinem Chocobo. Alles klar. Na dann nehmen wir doch mal den Chocobo-Rennen teil, ha? Okay, wir haben den Kraftfresser eine neue Waffe erhalten und die sieht auch fucking geil aus. Hier, das ist der Knabe. Er gehört ganz dir. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Cloud? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Eigentlich wollte ich Pico an den Chocobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen. Bis die mich gefangen haben. Hey, hey! Jetzt aber mal nicht unverschämt werden! Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst ich soll deinen dämlichen Vogel auf und rein? Rad ihn hier schön groß. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Alles klar. Dann wollen wir für Pico doch mal was zu fressen suchen. Wird schon keiner was merken, wenn ich mir eine Frucht abzweige, oder? Ah. Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Ach ja, versuch's mal bei dem Kartensammler, der hier rumhängt. Hab gehört, der hortet Gemüse. Na, viel Glück jedenfalls. Okay, da mal zumindest schon mal eine Idee, wo wir anfangen könnten. Okay, hier gibt's schon wieder Fotos, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wo ist denn hier der Chocobo-Laden? Können wir da nicht einfach irgendwas kaufen? Hier ist nur der Chocobo-Laden. Obwohl, hier können wir hier irgendwas kaufen. Chocobos müssen ordentlich aufgehübscht werden. Kaufen, okay. Können wir nicht hier einfach irgendwas holen, was wir ihm geben können? Nur Synthesematerien, ne? Okay, alles klar. Es kann gar nicht genug peppige Accessoires geben für Chocobos. Zum Kartensammler sollen wir also gehen.
Ah, das müsste der hier sein, ne? Wüstensturm. Nur hier gibt's den einmaligen Wüstensturm. Das Original, erdacht von Meister Gas. Wer den Highscore knackt, darf sich über Gemüse freuen. Von der ganz besonderen Sorte. Was ist? Lust auf eine Runde? Wir machen mal gerade den Kleinkram hier kaputt. Okay, wir brauchen noch was mit einem Blitzsymbol, damit wir da auch was kaputt machen können. Na los, geh schon kaputt, du Mistding. Okay, wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Ja, okay, hier können wir nicht runterspringen. So ein Mist aber auch. Hier kriegen wir noch nicht kaputt, ne? Lol. Hier, hier geht's noch hoch. Okay, die müssen wir erstmal kaputt machen. Was ein Mist. Okay, da war noch eine Blitzsymbolkiste. Ich würde sagen, schön daneben gehauen. Alles klar. Na los, mach uns schon den Durchgang frei. Hey, kommen wir hier hoch? Hey, hier wollen wir also hin. Och, spring doch nicht bitte da durch, Cloud. Was soll denn der Mist? Okay, wir brauchen noch eine Blitzkiste. Ja, los, geh schon kaputt. Na los, gib uns noch ein bisschen Zeit, bitte. Na los, schneller runter, 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 runter. Nein, lass uns doch bitte ganz runter. Wo ist denn hier die nächste? Ernsthaft, wegen 800 Punkten? Oh Mann. 800 Punkte haben uns jetzt gefehlt, schade. Mensch, das war ja beeindruckend. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Lust auf eine Herausforderung? Nein, wir wollen jetzt erstmal Pico retten. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich. Pico hat mächtig viel Kohldampf.
hat wohl noch immer Hunger. Alles klar. Frage ist, was können wir denn jetzt hier noch machen? Können wir hier noch irgendwo Gemüse herbekommen? Okay, vielen Dank. Allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. Alles klar, wir werden uns trotzdem da umschauen. Ich würde dir bestimmt nur im Weg stehen. Lass mich hier warten. Ja, alles klar, wir machen das schon. Keine Angst, mein Großer. Das hier ist eher so wie die Kupferpfade. Also daran erinnert es mich zumindest so ein bisschen. Ihr sollt ein bisschen aufpassen. Und er klaut uns auch noch das Gemüse. Dieses Mistviech. Alles klar, Cloud. Warum auch immer du da runterspringst, mein Freund. Dieses blöde Vieh hin. Da geht's hoch, okay, alles klar. Dieser blöde Kaktor klaut uns auch noch das Gemüse, als wäre der Kaktor nicht schon stark genug, wenn er will. Mit 1000 Nadeln wären wir eh einfach im Eimer, schätze ich. Alles klar. Zeit drängt. Wunderbar, da haben wir ihn doch. Nein, es ist noch nicht vorbei, das stimmt wohl, Cloud. Diese Kaktoren, Junge, die sind so krass schnell und flink. Das ist auch so geil. Wir kriegen dich schon noch. Oha, alles klar. Das ist aber jetzt nicht so geil. Die
Frage ist jetzt, gegen was sind die so immun oder gegen was, was können wir bei denen machen? Okay, das hilft schon mal ganz gut. Der Feind ist geschwächt. Genau so, Phoenix. Ja, stirb. Bringen wir es hinter uns. Weiter geht's. Wunderbar, das hat schon mal sehr gut geholfen. Ich hoffe, das ist gleich genug Gemüse für den armen Pico. Lästig. Aufgepasst. Es ist noch nicht vorbei. Dieses kleine Mistvieh, ne? Oh mein Gott. Das bedeutet nichts Gutes. Ich habe ein bisschen Angst hier wirklich. Wir müssen uns auf jeden Fall viel heilen, sonst haben wir nämlich hier SDA-Karte. Okay, komm, den machen wir mit dem Limit fertig. Okay, hier haben wir also eine Seilbahn nach unten. Sollte ich Pico das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Auf dem Abwesen wird sich benommen. Na dann lass doch mal gucken, ob das vielleicht schon reicht oder ob wir noch mehr brauchen für den armen Pico. Okay, eine Sache brauchen wir wahrscheinlich noch. Die Frage ist, wo wir jetzt noch was herbekommen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. Dann lass uns mal herausfinden, was wir noch machen könnten. Desert Rush auf jeden Fall nicht. Von da hinten kamen wir quasi. Haben wir denn hier noch irgendwo was? Okay. Da ist verschlossen. Dann lass uns doch mal schauen gehen, was wir hinten noch finden oder tun können. Okay, cool. Wir haben sogar Chatli gefunden, das ist mega. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner.
Du bist auf der Suche nach Gemüse. Habe ich nicht recht? Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug einen klitzekleinen Gefallen tun. Ich bin Besitzer eines Casinos. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Jemand sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten, Ich übernehme das. Vielen Dank. Ich bewundere Ihre Fähigkeiten. Doch da Sie den Ruf haben, unbesiegbar zu sein, kommen immer weniger spielfreudige Kunden ins Casino. Ja, okay, das werden wir wahrscheinlich nicht machen können, weil ich keine entsprechenden Karten dafür habe. Du findest die drei im Casino. Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Kartensammlung. Die eine oder andere könnte dir sicher von Nutzen sein. So, ich habe zwar jetzt die Karten mal gekauft. Aber naja. Lass uns doch vielleicht irgendwas anderes finden. Scheinbar gibt es hier wohl nichts, was wir noch machen können. Na dann, lass uns doch mal... Okay. Bro. Wow. Hier kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Haben wir denn nichts anderes, was wir noch machen können? Wie gesagt, mit den Karten, das wird halt ziemlich ungeil für uns. Okay, das sind die drei wohl. Aber lass uns mal schauen, ob wir nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit finden, an Gemüse zu kommen. Scheinbar wohl eher nicht so, ne? Oder was haben wir hier noch? Der Aufzug führt nach oben, alles klar. Von hier aus sind wir gekommen, okay. Dann wird uns wahrscheinlich nicht mehr allzu viel übrig bleiben. Da haben wir hier noch was. Ne, da haben wir nur noch eine... Decktafel, kriegen wir denn hier irgendwas? Ne, da haben wir leider nichts, was uns quasi hilft. Er hat uns schon geholfen, alles klar. Bleibt uns ja jetzt eigentlich wirklich nur noch übrig, Kartenspiel zu machen, ha? Okay, was hat er denn hier noch für uns? Müssen wir fotografisch festhalten. Gib uns bitte Gemüse. Ich finde, die Menschen hier geben ganz außergewöhnliche Fotomodelle ab. Ihre Gesichter sind gezeichnet von Brutalität und Begierde. Überlass die Porträts also gern mir. Aber vielleicht findest du ja noch einen Ort, für den es sich lohnt, den Auslöser zu drücken. Okay, alles klar. Dann müssen wir gleich doch mal schauen gehen. Was haben wir hier noch? Leider nichts für den guten Pico. Wo war denn jetzt das Casino-Ding hier, dass wir die eventuell erledigen können? Beziehungsweise, was sagt er? Okay, da hinten haben wir auch noch was. Lass uns mal hier rumgehen. Okay, vielleicht finden wir hier unten bitte ein Gemüseteil oder so. Willkommen im Bestienbunker. Wir bieten genau den blutigen Nervenkitzel, den man oben vergeblich sucht. Wer sich hier im Kampf behaupten kann, den erwartet sogar... Okay, dann machen wir das nämlich.
Na, dann wollen wir doch mal. Das war's. Okay, dann machen wir doch mal. So, dann haben wir das Vieh auch gleich schon bezwungen. Neuer Versuch. So, deinen giftigen Atem kannst du dir sparen, du Mistvieh. Okay, der sieht schon ein bisschen gefährlicher aus, der Kollege. Test 0, alles klar. Hey, solange er da rumsteht, ist alles okay. Haha, Glück gehabt. Na los, Test 0. Wir machen dich erstmal so platt, jetzt ganz in Ruhe. Das war's. Multitalent wie dich warten hier noch eine Menge Herausforderungen. Schau dich ruhig mal um. Okay, wir gehen jetzt erstmal Pico füttern. Und dann versuchen wir das Rennen zu gewinnen. Oh Mann, ey. Ich finde sie aber auch echt hart, unübersichtlich irgendwie. Im Coral. Weil hier im Coral-Gefängnis, sagen wir mal so. Da vorne müssen wir hin, da wo das Chocobo-Zeichen ist. Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Ich wünschte, wir könnten denen allen hier mal zeigen, was wir so drauf haben. Könnt ihr euch gegen Rennaccessoires eintauschen?
hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Kann's jetzt endlich losgehen? Wird aber auch Zeit. Ich bringe euch dann mal nach oben. Schon gut, Garth. Lass mich mal. Hast doch sicher Besseres zu tun, oder? Was? Willst wohl in Rolle gehen, Tom, hä? Na, mir soll's recht sein. Gut, dann trab mir mal hinterher. Alles klar, dann folgen wir der guten Esther mal. Pico sein soll, den wir in der Wüste gefunden haben. Anfangs war er so schwach, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Und bei jedem Quell hat er Sand gespuckt. Doch jetzt wirkt er top in Form. Reif für den großen Sieg. Die Frage ist, bist du es auch? Denn ohne einen guten Reiter nützt selbst der schnellste Chocobo nichts. Hab schon einige vielversprechende Vögel gesehen, die auf der Strecke blieben, weil ihre Jockeys von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Ich will hier natürlich keinem feuchte Hände machen, aber im Renngeschäft zählt einzig, wer die Zügel in der Hand hält. Rein in die gute Stube! Für die Rennen? Ja. Euren Chocobo bereiten wir vor. Wartet ihr in der Jockey Lounge. Und keine Ausflüge, verstanden? Ja, ja, alles klar. Hier, wie die aussehen, sehr geil. So, wo können wir denn hingehen? Einfach mal gucken, irgendwo hinrennen oder so. Man kennt es ja nicht anders von uns. Mit jedem Tag schöner. Ja, ja, schon klar. Ah, ich stelle euch mal vor. Das ist Joe, der Jockey, der für Sam reitet. Ich sag's ihr nur ungern, aber unter den Reitern ist er mit Abstand der Beste. Genau, das solltest du dir merken. Das ist Cloud, der neue Stern am Jockey-Himmel und unser Mann. Wink ihm zu, wenn er dich überrundet, ja? Klingt, als hättest du schon einen Fan. Aber bist du wirklich so gut? Oder hast du ja einfach nur den Kopf verdreht? Vielleicht ja auch beides. Gegen Rivalen habe ich nichts. Wenn sie denn halten, was sie versprechen. Enttäusche mich nicht, Sportsfreund. Weißt du, so ist er nun mal. Ignoriere ihn einfach. Und wenn du vor dem Rennen noch etwas üben möchtest, dann kannst du diesen Simulator da benutzen. Schon gehört? Auf mich wurde vorhin ein Anschlag verübt. Oh, meinen Sie die Sache an der Manege? Ja, ganz genau. War aber schlau und hab mich auf der Toilette versteckt. Wahnsinn! Oh, was für ein Glück! Nicht wahr? Vielleicht ist es mein Glückstag und ich räum groß ab. Oh, ein Parfait, wie aufmerksam. Ist da auch schön viel Schmalz drin? Hier, bitte. Lecker. Hast du ihn? Oh, danke, ja. Mir geht's gut. Hast du eine Ahnung, wie heiß es hier ist? Ich schmelze. Überhaupt, wieso mussten unsere Anzüge unbedingt schwarz sein? Ich schließe so schnell es geht zu dir auf. Das will ich schwer hoffen.
und bring irgendwas Kaltes zu trinken mit. Oder meinetwegen ein Eis. Vanille-Eis. Untersteh dich. Deine geschätzte Kollegin ist hier am Vertrocknen. Hörst du? Root? Root? Reno fehlt mir. Okay, dann kommen wir mal zum Chocobo-Rennen. Drei Runden müssen wir. Dann lass uns doch mal gucken, dass wir das hier irgendwie schaffen und auch was bekommen. Alles klar. Wir kriegen jetzt Zeug einfach weggeschnappt. Wunderbar. Oh ja, yeah, da konnten wir was mitnehmen. Sehr schön. Da haben sie mir doch einfach hier ein bisschen Zeug weggeklaut. Ja, was soll das denn? Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Aber auch das kriegen wir noch hin. So, wir schaffen es so langsam ein bisschen aufzuholen. Chocobo-Hasten müssten wir uns eventuell ein bisschen aufbewahren. Wobei, wir können eigentlich hier auch Gas geben. Sollte eigentlich gut funktionieren. Oh yeah. Wir gehen rüber in den Sprint, holen uns was für die Chocobo-Hast. Sehr gut. Auch hier. Füllen wir gut auf. Und wie gesagt, wir müssen halt gewinnen, ne? Anders geht's leider nicht, sonst kriegen wir, oder sonst kommen wir nicht zu Barrett. Okay, wenn das so weiterläuft, sollten wir das Ganze schaffen können. Versuchen wir hier ein bisschen mehr innen zu laufen. Holen wir uns die hier. Alles klar, das sieht schon mal gut aus. Oh yeah. Da haben wir den einen oder anderen Sprint bekommen, sehr gut. Chocobo Hast, wunderbar. Immer durch, hier können wir die Hastzeit nochmal erhöhen. Alles klar. Wunderbar, das ist doch sehr gut gelaufen, Freunde. Perfekt. Zu meinem Wort, klar? Und ich lasse mich nicht gerne rumschubsen. Über diesen Tunnel kommt ihr durch die Wüste. Und das ganz ohne den lästigen Treibsand. Toll, was? Sobald ihr durch seid, wartet einer meiner Geier auf euch. Er wird euch den Weg weisen. Einfach schön brav hinterher. Alles klar, wenn du das sagst. Steckt gut verschnürt in einen Schuppen auf dem Schrottplatz.
Von mir aus könnt ihr ihn an Schindler verlegen. Oder abboxen. Mir ist das vollkommen schnurz. Na dann lass uns doch mal gucken gehen. Barrett würde sowas niemals tun, oder? Ich sag's ja nur ungern, aber die Beschreibung war ziemlich eindeutig. Also ich glaube fest an ihn. Nicht mehr lange, dann wissen wir mehr. Wir glauben auch an Barrett, also von daher, es passt schon. Ist jetzt Schluss. Lass es auf. Genau so. Okay, immer dem Vögelchen hinterher, alles klar. Ist ja eigentlich Barretts Devise, ne? Immer der Nase nach. Okay. Solange wir die umlaufen können, machen wir das jetzt gerade mal. Ah, da hinten ist der Schrottplatz, oder? Scheint zumindest so. Folgen einen Mann, der im Sorcerer um sich geschossen hat. Sie meinten, der Täter hätte einen Gewehrarm gehabt. Verstehe. Das warst nicht du, oder? Nicht persönlich, aber... Sag schon. Was ist? Der Mann, den ihr sucht, heißt Dein. Er war mal mein bester Freund. Es war vor 4 Jahren. Der Reaktor in Coral war gerade in die Luft geflogen. Dein und ich sind vor Ort gewesen, um die Lage zu checken. Dann auf dem Rückweg. Ich verstehe das nicht, Barrett. Wieso lässt sich von Shinra keiner blicken, obwohl das so eine Riesenexplosion war? Woher soll ich das bitte wissen? Wie auch immer, die anderen im Dorf müssen das erfahren. Was zum... Nein! Barrett! Nein! Was ist hier los?
Shinra hat uns aus heiterem Himmel angegriffen. Die wollen uns die Schuld für den Unfall zuschieben und alles vertuschen. Oh nein! Kümmert euch um das Dorf. Es kann doch nicht. Oh Mist! Marlene und Eleanor, wir müssen zurück. Komm schon! Vergiss es. Im Aufgeben warst du schon immer König. Los jetzt! Ja, verdammt! Die Sache mit dem Reaktorunfall darf sich auf keinen Fall rumsprechen. Also nehmt's mir bitte nicht übel. Ich konnte zwar fliehen, habe aber eine Menge Blut verloren. Als ich dann umkippte, hat mich zum Glück Sheeran gefunden. Ohne den wäre ich heute nicht hier. Aber mein Arm war nicht mehr zu retten und ich schrie nach Rache. Also ersetzte ich ihn durch das hier. Gilt das auch für dein? Sieht ganz danach aus. Hätte ich doch bloß gewusst, dass er lebt, dann wäre das alles. Dein will sich also auch an Shinra rächen? Keine Ahnung. Ich habe ihn zwar am Tatort gesehen, aber eigentlich ist Dein kein Typ, der sowas macht. Unschuldige, zieht er nicht rein! Ich muss unbedingt mit ihm reden. Es gibt was, das er wissen muss. Na, worauf warten wir dann? Sieht einladend aus. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir uns zu deinen durchkämpfen und ihm das Handwerk legen. Los geht's. Was? Aufgepasst. Feierabend. Und er ist ganz sicher hier? Absolut. Lasst mich allein mit ihm reden. Aber... Okay. Thank you.
Na gut, dann wollen wir uns doch mal dahin stellen, beziehungsweise mit ihm, ja, versuchen zu sprechen. Zu Eleanors Geburtstag schaffst, Barrett. Hey, Eleanor, Marlene, Barrett ist uns besuchen gekommen. Ja, genau, sieht gut aus. Nein, Mina ist nicht dabei. Tja, warum wohl? Hey, Barrett, wo steckt Mina? Was ist bloß? Sag mal, du hast doch hoffentlich an ein Geschenk gedacht. Eleanor wird sich sicher sehr freuen. So eine Scheiße. Typ da ist auch Soldat, oder? Du Drecksau, hast mich eiskalt an Shinra verkauft. Nein, Dein, du irrst dich. Dein, lass das! Was hast du? Schieß doch. Ich will dir doch nur helfen, Mann. Du willst mir helfen? Du? Ich lach mich schief. Wusste gar nicht, dass du ein Komiker bist, Barrett. Heb dir den Schwachsinn fürs Jenseits auf. Dich da raus! Diese Angelegenheit klären wir beide selbst. Na dann, alter Freund. Tragen wir es aus. Hier und jetzt. Let's go. Verdammt! Wolltest du mir nicht eigentlich helfen? Pass jetzt besser gut auf! Autsch! Ah, der hat ein bisschen was drauf, der Kollege, ha? Huh? Okay, Magie hilft auch ganz gut bei ihm. Wir zwei haben uns ganz schön verändert, Mann. Nicht, Barrett? Hä? Ich weiß noch, wie wir okay. Mausefallen aufgestellt haben und wie du selbst da reingetappt bist.
Was habe ich gelacht? Immer noch derselbe Trottel. Autsch. Kollege, was soll denn das? Genau, leg dich mal hin, Junge. So ein Ding ist das nämlich. Gut, wir müssen uns auch gleich mal heilen. Okay, der ging wohl ins Leere, der Trank, ja? Sehr schön. Nichts passiert. Na, bitte. Was soll das Versteckspiel, Barrett? Ja, dann nimm mal das, mein Freund. Alles klar, Brudi. Warum tust du mir das an, dein? Okay, müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Dann lass uns doch mal gucken, was wir gerade haben. Ja, den Megatrank, scheiß drauf. Abgrundtiefer Hass, alles klar. Haha, sehr geil. Ja, hoffen wir es doch. Dass wir ihn überhaupt erlösen können, das wäre ja schon schön. Alles klar, würde gern auch nochmal was machen. Okay, da ist er im Schock und wir gehen mit dem Limit drauf. Jetzt mach schon. Dein. Es ist vorbei. Vorbei? Vorbei, sagst du? Verdammt nochmal, gar nichts ist vorbei. Dann musst du es beenden. Und zwar indem du mich tötest. Barrett! Bleib weg! Abkratzen und dich aus der Affäre ziehen, hä? Was soll das? Na? Ich dachte, du wolltest mir helfen, du Dreckschwein! Was denn? Keine weisen Worte? Wenn's eng wird, kneifst du den Schwanz ein und machst dich aus dem Staub. Vergib mir dein. Ich war ein Narr. Ich hätte ihm niemals vertrauen dürfen. Aber das Geld. Es hätte uns retten können. Und stattdessen hat es uns alles gekostet. In meinem Kopf kann ich sie auch jetzt noch laut und deutlich hören, Mann. Eleanor ruft nach mir. Liebster, du darfst Barrett nicht böse sein.
ihn trifft keine Schuld. Aber irgendjemand muss doch dafür bezahlen. Shinra, was? Die Schweine, die mit dem Teufel paktieren. Mir geworden. Ich habe so viele getötet. So viele unschuldige Menschen. Meine Seele ist nicht mehr zu retten. Es soll einfach nur enden. Aber ich bringe es nicht über mich. Warum denn nur? Eleanor und Marlene sind doch nicht mehr hier. Welchen Sinn hat dieses Leben noch für mich? Marlene, sie lebt. Ist jetzt 4 und lebt in Midgar. Marlene, du hast die gleichen Augen wie deine Mutter und die Haare auch. Nach dem Reaktorunfall war ich am Boden. Mina war tot. Dich habe ich auch für tot gehalten. Die Vorwürfe, die ich mir machte, hätten mich beinahe umgebracht. Dass ich nicht aufgegeben habe, liegt einzig an Marlene. Hab sie aus eurem Haus geholt, weinend, als es lichterloh brannte. Seitdem war es Marlene, die mir die Kraft zum Leben gegeben hat. Deswegen hast du sie mir also genommen. Obwohl du wusstest, dass ich sie über alles geliebt habe. Du Bastard! Verräter! So war das nicht. Ausnahmslos alles, was ich geliebt habe, hast du mir aus den Händen gerissen. Nein, sie wartet auf dich. Komm schon! Das verzeih ich dir nie, Barrett. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass Marlene noch lebt? Weil ich... Dieses Blut klebt nun für immer an meinen Händen. Nichts wird es jemals fortspülen können. Ja,
hast mir gefehlt. Okay, keine Zeit für, ja, Traurigkeit. Wir müssen gucken, dass wir die da aufhalten. Oh, da vorne ist eine Kiste. Haben wir die etwa übersehen? Alles klar. Friedenswächter. Mhm. So sieht das Ding auch aus, Junge. Sieht eher aus wie ein gelber, hässlicher Frosch. Alles klar. Ja, Robotfrosch, passt doch. Das Ding da irgendwie gleich mal ein bisschen platt kriegen. Oder halt auch nicht. Junge, der Typ ist so durch, Alter. Der Typ ist so durch. Okay, hier sollte man wirklich ein bisschen aufpassen. Der Typ ist, ja. Wirklich durch. Okay, da kommt er schon wieder raus, oder was, der Kollege? Okay, da kann man leider gerade nichts machen. Was können wir denn hier magietechnisch, okay? Okay, wir beschwören auch direkt mal wieder Shiva. Und setzen wir den nämlich mal ein bisschen mit der Eiskälte zu. Da freut er sich über ein bisschen Abkühlung hier in der Wüste, der Kollege. Keine Chance. Jetzt geht's wahrscheinlich erstmal richtig ab, alles klar.
kümmern uns auch um das linke Bein, alles klar. Oh, heilender Wind, alles klar. Okay, linkes Bein können wir jetzt erstmal zerstören. Ah, Diamantenstaub, wunderbar. Darauf haben wir doch nur sehnsüchtig gewartet. Vielen Dank. Obwohl, wir können mit Aris uns gerade nochmal ordentlich heilen. Und der gute Cloud geht dann nochmal ordentlich hier mit dem Kreuzschlag rein. Aber wir sollten uns eher das Bein davor nehmen. Alles klar. Hey, wir machen das Bein jetzt auch erstmal kaputt. Die Zeit drängt. Wir müssen hier weg. Und wie bitte? Meine Freunde, nehmt diesen Buggy. Dio? Eine Wanze mit eingebaut. Ich habe alles mit angehört. Du warst unschuldig. Verzeih mir meinen Fehler. Seht den Buggy als Entschädigung. Er gehört euch. Ich werde dafür sorgen, dass man ihn ordentlich bestattet. Danke. Dann ist ja alles klar. Abmarsch! Kommst du für die Hilfe nicht in Schwierigkeiten? Als Direktor habe ich für die Sicherheit meiner Gäste zu sorgen. Midgar mag Probleme mit euch haben, aber für mich gilt das nicht. Ihr seid hier stets wieder gern gesehen. Ob ich den steuern kann. Ich zeig dir, wie es geht.
und leiden. Du schaukelst das schon. Ich glaube eher, Dain hat es nicht mehr ausgehalten, ohne seine Tochter leben zu können. Aber ich könnte meine Tochter niemals im Leben alleine lassen. Dain hat einfach nur den einfachsten Weg genommen. Okay, dann wollen wir die Jungs von Shinra doch mal aufhalten. Okay, dann wollen wir die Jungs von Shinra doch mal aufhalten. Ja, ist ja gar nicht mal so einfach hier. Okay, wir können auch ein bisschen schneller steuern, alles klar. Und wir können auch ein bisschen den Buggy noch steuern. Eieiei. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, liebe Freunde. Dran, Junge, hier. Na los, komm. Ja, verdammt. Okay, den Heli haben wir. Alles klar. Ja, nee, keine Lust. Nochmal ins Target rein. Wow. Die Salve ging halt voll daneben. Schon. Mit dem letzten Feuerstoß machen wir den auch noch platt. Wunderbar. Genau, zieht euch mal lieber zurück. Oh Gott, der schon wieder. Alles klar. Was denn seine Mission hier? Junge, dieser hässliche Typ, gell? Der ist so durch, Junge.
Oh, ja, okay, da unten, alles klar. Damit haben wir die Kanone zumindest schon mal erledigt. Und damit hätten wir wahrscheinlich auch Parma jetzt endlich abgehangen. Die arme Yuffie, die ist wahrscheinlich fix und fertig jetzt schon. Und? Ziemlich gut. Dann wäre stolz. Spazi. Wenn ich zurück bin, erkläre ich dir alles. Und fertig. Mit Verlaub. Ach, Sie haben ja blendende Laune. Ja, die Arbeit läuft gut. Jeder Spaß hat seine Grenzen. Sie haben gerufen. Neuigkeiten von der Zetra? Sie wird nach wie vor beobachtet. Befindet sie sich auf dem Weg zum verheißenen Land? Davon ist nicht auszugehen. Verstehe. Ist sie wichtiger als die Materie? Ich habe schon als Kind immer davon geträumt. Ich will dahin. Um jeden Preis. Gut. Die Überwachung wird verstärkt. Zur Hölle bist du? Ach, als würdest du mich nicht kennen. Spiel ruhig den Starken, aber ich kann sie sehen. Deine Angst vor mir. Und das ist noch nicht alles.
Was sehe ich da? Warst Papi stets unterlegen. Hast ihn gehasst und gefürchtet. Oh, du bist so ein armer, einsamer Junge. Nicht wahr? Du magst recht haben. Doch daraus ziehe ich auch meine Kraft. Sag bloß, schön für dich. Doch unser Planet braucht jetzt mehr als das. Gib ihm schon einen Schubs. Er verlangt danach. Hast wohl einen Narren an mir gefressen, was? Ich finde dich schon, klar? Okay, wir sind wieder Zack und müssen jetzt den guten Bix ausfindig machen. Wir machen das Ganze für Marlene, damit sie wenigstens nicht mehr ganz so allein ist. War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich leider überfragt. Ja, die Kinder wissen noch meistens alles. Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Wer ist das denn? Das wünsche ich mir. Wir melden uns nun mit Neu. Hey! Hey, den hier schon mal irgendwo gesehen? Sorry, keine Ahnung. Weiterhin äußerte sich der Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger zu den Gerüchten. Oh, okay, da ist wieder irgendwas explodiert. Lass uns mal ganz, ganz schnell gucken gehen. Irgendwas ist da wieder in die Luft geflogen. Hab ich dich.